So, muss ich mir ein bisschen hübsch machen, weil ich gerade mit dem Motorrad unterwegs bin und voller Fliegen. Tja, für alle, die mich noch nicht kennen, ich mache mich mal ein bisschen kleiner. Servus, Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Mein Name ist Focker, falls noch keiner weiß, wie ich heiße, falls er zufälligerweise auf das Video gekommen ist. Ich mache normalerweise E-Mobilität, bin aber auch Motorradfahrer, leidenschaftlich, schon seit fast 40 Jahren. Ja, mit 16 habe ich angefangen, jetzt kann sich jeder ausrechnen, wer ich nicht bin. Genau. Ich habe heute ein Motorrad da, das ich mir selbst gekauft habe. Warum? Komme jetzt gleich dazu. Ich bin nämlich normalerweise ein, ich weiß nicht, ob es man erkennen kann, ich habe Harley Davidson gefahren, jetzt gute 20 Jahre und habe mir nach 20 Jahren gedacht, Mensch, wird mal Zeit für was anderes. Auf den V2 wollte ich nicht verzichten und ich wollte einen großen V2 wieder, einfach wie ich gemütlich fahren. Und dann ist es das geworden, eine MT-01 von Yamaha, Baujahr 2005. Ich erzähle gleich ein bisschen was von dem Motorrad. Nach dem Intro. Hier steht sie, das gute Stück. Ist ja 2005er Baujahr, hat jetzt drauf, glaube 26 oder 23.000, knappe 24.000 Kilometer, ist also nicht viel gefahren. Man kriegt mittlerweile fast keine mehr. Die ist gebaut worden von 2005 bis, ich glaube, 2012 in verschiedenen Ausbaustufen. RP12 und RP13 oder so. Der Motor ist ein 1670 Kubikmotor. Zwei Zylinder, 48 Grad, habe extra nochmal nachgeguckt. Hydrostößel, Stößelstangen so dick wie mein Unterarm, also die Verkleidung wenigstens. 1670 Kubik, 150 Newtonmeter, 90 PS. Jetzt sagt man natürlich, 90 PS ist nicht viel und das stimmt. Für so ein Motorrad ist 90 PS eigentlich nicht viel. Für den Motor eigentlich schon, weil den gibt es noch in einer anderen Variante. Ich glaube bei der Road Warrior, glaube ich, hat die geheißen. Hat gleiche Kubik, aber weniger PS gehabt. Da hat Yamaha ziemlich in die Trickkiste gegriffen und hat dann das Ding ein bisschen modifiziert. Und größten Unterschied ist zum Beispiel die Kurbelwelle. Die haben es, glaube ich, um 2 Kilo leichter gemacht. Ich schreibe es dann hier mit dazu, falls es nicht stimmt. 90 PS haut jetzt eigentlich kein vom Hocker. Das Motorrad, wenn man so anschaut, denkt man sich, oh, das Ding hat bestimmt, keine Ahnung, 150, 160 PS. Das Problem ist, ein V2 in dem Baujahr mit den Kubik, ja, kriegt man eigentlich nicht recht viel mehr raus. Die Leistung schöpft er eher aus dem Drehzahlköller. Bei 3700 Umdrehungen hat das Ding 150 Newtonmeter. Kurz über der Drehzahl hat das Teil, glaube bei 1200 Umdrehungen hat das Ding schon 100 Newtonmeter, was für sehr viele Motorräder eigentlich schon der Höchstwert ist. Ich habe mir das Ding geholt, weil ich was anderes wollte. Wie gesagt, ich bin Harley gefahren, über oder gute 20 Jahre lang. Habe drei verschiedene Harleys gehabt, Baujahr 72, Baujahr 88 und Baujahr 2012. Und war eigentlich immer zufrieden und wollte irgendwann mal was anderes. Und das ist es geworden. Warum das? Ich wollte keinen Vierzylinder. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Vierzylinder gehabt. Doch einmal einen V4, allerdings einen rein Vierzylinder noch nicht. Meine Frau fährt die CB650R. Es gibt hier einen Test, auch auf dem Kanal. Und dieser Test ist sehr gut ausgefallen, ist ein sehr schöner Motor, mir gefällt er sehr gut, man kann ihn schaltfaul fahren, obwohl er bloß 650 Kubik hat.
hat 95 PS, die 650er, und fährt in den Fahrleistungen der MT-01 auf und davon. Von 0 auf 100, von 0 auf 170, von 0 auf 200 ist die Yamaha MT-01 wirklich hoffnungslos unterlegen. Also mir ging es nicht um die Leistung, um die Spitzenleistung, sondern einfach ums gemütliche Fahren. Und ich hoffe, dass die Aufnahmen was wollen sind. Ich spüße hier mit ein. Wenn man das Motorrad sieht und wenn man das Motorrad hört, meint man, da ist eine andere Tonspur drauf, weil der Sound ist eigentlich eher von einem Cruiser. Eine typische, ja, V2 Cruiser, ob das jetzt Harley ist oder ob das ein japanisches Modell ist, ist jetzt eigentlich nicht so wild. Man hört ein anderes Motorrad, als man sieht, oder umgekehrt. Das mag nicht so recht zusammenpassen. Wenn man fährt, das Ding poltert und vibriert einen wirklich wohltuend in den unteren Gegenden. Ist wirklich krass, wie das Ding vibriert. Da hat Harley, obwohl es ja auch ziemlich vibrieren, eigentlich auch das Nachsehen. Es ist ein Zweisitzer, wobei ich glaube, da hinten nicht recht gern einer sitzen mag. Es ist auch das einzige Motorrad, das ich kenne, das einen klimatisierten Auspuff hat. Man sieht hier den Ventilator, der über Luftkanäle in den Auspuff reingeht und die Außenwand vor dem Auspuff eben verhältnismäßig kühl hält. Ich bin gerade gefahren, eine gute Strecke, und man kann, es ist warm, aber nicht heiß. Man kann dann im Endeffekt ganz gemütlich drauflangen. 1999 hat Yamaha gesagt, wir bringen einen Torque-Sportler raus, also einen Drehmoment-Sportler, und hat dann dieses Ding hingezaubert. Es gibt nur zwei Meinungen, entweder wow oder Ich bin eigentlich so, ich bin momentan noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen zweigeteilt. Ich bin so im Mittelbereich. Mir gefällt er irgendwie, und irgendwie habe ich auch Sachen, die mir jetzt nicht so gefallen. Aber es ist, wie gesagt, mal was anderes, was ich fahren wollte, und da fasziniert mich das Motorrad sehr. Die Leistungsentfaltung ist von unten raus sehr gut. Obwohl es ein Langhuber ist, ist er eigentlich nicht untertourig zu fahren. Das sollte man nicht machen. Also alles unter 2000. Richtig Gas geben, das quittiert der Motor mit sehr viel Poltern, und man merkt schon richtig, dass er, das mag er nicht, das mag er ganz und gar nicht. Über 2000 Gas annehmen tut er sehr gut und auch sehr kraftvoll. Höchstgeschwindigkeit ist, glaube ich, angegeben mit 210. Werde ich nie fahren, ist mir auch völlig Schnuppe. Er hat die Teile, die Federelemente, das heißt Gabel, Bremse vorn, Schwinge und Bremse hinten, Federelemente hat er von der R1, und zwar von der, von der 1999er R1, was damals ja, ich sage mal, ja wirklich klasse verbaute Teile waren. Zug und Druckstufe hinten und vorne verstellbar. Heute ist es im Endeffekt veraltet, das muss man ganz ehrlich sagen. Das Ding hat 260 Kilo, also man liest zwischen 260 und 270 Kilo, also ich sag mal 265 Kilo hat das Teil, und man merkt das Gewicht. Wenn man fährt, sagt man immer, ja, man merkt das Gewicht nicht, aber wenn man ein leichteres Motorrad mal gefahren ist, wie jetzt zum Beispiel die CB650R, da merkt man das Gewicht auf jeden Meter. Also sie ist zwar sehr handlich und wedelt schön, kann schön in die Kurve und wieder raus, also das macht sie schon wirklich gut, aber man merkt das Gewicht trotzdem beim Bremsen, beim Beschleunigen, beim Kurvefahren, beim Rauslenken. Es ist zwar angenehm und sportlich zu fahren, das Teil, aber so richtig jetzt wie ein Tausender, wie jetzt eine neue Tausender, die halt irgendwo 200 oder unter 200 Kilo hat, das merkt man einfach. Das Ding kann nicht leichter sein, es ist zwar Alu, gepresster Rahmen, aber der Motor hat einfach ein Gewicht, das merkt man natürlich brutal. Und ja, sie ist auch sehr kopflastig, muss man sagen. Also sie hat zwar unten schon den meisten Schwerpunkt ist unten, aber ich meine, der Tank ist recht hoch, die Auspuffrohre, die wiegen zwar jetzt nicht so viel, man merkt schon, dass sie, wenn du das vom Ständer runter tust, dann hat man schon Arbeit damit.
bewährt sich das Teil. Ich bin überrascht. Und zwar am Anfang war ich etwas enttäuscht, weil ich sie bewegt habe wie ein Harley. Untertourig fahren und so weiter, wie gesagt, das mag sie nicht unbedingt. Jetzt fahre ich sie anders und jetzt fasziniert mich der Motor. 150 Newtonmeter hört sich viel an, ist auch viel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, er fühlt sich jetzt nicht unbedingt nach 150 Newtonmeter an. Er ist eher zu fahren wie ein Diesel oder, ja, oder wie ein Saugmotor. Das heißt, der kommt linear, der kommt am Anfang schon sehr gut und danach lässt er ein bisschen nach. Der hat jetzt kein so Turbo-Feeling wie jetzt die CB650R, die dann am Anfang nichts passiert und dann irgendwo ab 7000 dann plötzlich anreißt und wie ein Turbo eigentlich anreißt. Das hat der nicht. Der ist sehr gemütlich zum Fahren, der ist sehr unaufgeregt zum Fahren, aber macht mächtig Spaß. Original Auspuff, original Sound. Es gibt dann noch eine Akrapovic-Auspuffanlage, die dann noch dumpfer ist und noch lauter, aber das will ich gar nicht. Das muss es nicht sein, weil ich vom lauten Harley-Fahren sowieso irgendwo dann genug gehabt habe und ich wollte was Originales, was sich trotzdem für mich jetzt gut anhört, aber nicht unangenehm ist. Das Teil hat damals gekostet 14.000 Euro, das war 2005 jede Menge Geld. Unglaublich und deswegen wurde die auch nicht so oft verkauft. Man wird sie sehr selten sehen und mittlerweile noch seltener, ja, weil ein paar werden schon in irgendwelchen Gräben drin liegen. Das, was mich ein bisschen enttäuscht, ist nicht die Verarbeitung. Die Verarbeitung passt, die ist Yamaha-typisch. Das ist auch meine erste Yamaha, die ich gehabt habe. Ich habe Honda gehabt, ich habe Kawa gehabt, ich habe Harley gehabt, ich habe Hercules gehabt. Ich habe nochmal ein Cover gehabt und nochmal ein Cover gehabt und nochmal ein Honda gehabt. Also das ist mein erster Yamaha und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie sie mich begleitet auf meinen weiteren Weg. Am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht, die Verarbeitung, ziemlich viel Kunststoff, ich glaube viermal rum. Kunststoff hier, Kunststoff da, gefällt mir jetzt persönlich nicht so. Aber sie hat trotzdem auch hin und wieder ein bisschen Metall dabei. Aber es ist jetzt nicht so unbedingt das, was mir so gefällt. Jetzt hat sich die Kamera verdreht. Das ist sehr schön, weil der Wind geht und ich mein Stativ nicht dabei habe. Was mir jetzt überhaupt nicht gefällt bei der Preisklasse, die Blinker zum Beispiel, die gefallen mir jetzt gar nicht. Das Brillenetui hinten ist Geschmackssache. Ich will sie aber nicht umbauen, weil ich auch nicht weiß, wie lange ich es fahre. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe sie jetzt ja mir zugelegt, werde sie jetzt mal ein, zwei Jahre mindestens fahren und wenn sie mir dann weiterhin gefällt, werde ich sie länger haben, ansonsten weiß ich noch nicht, wie lange das ich fahre. Könnte sein, dass ich es auch übernächstes Jahr wieder hergibt, muss ich mal schauen. Das Problem ist, ich habe sehr viele Motorräder, die mir gefallen. Zum Beispiel die Kawasaki W800 mit dem Königswellenmotor, der hat nur, ich glaube, 48 PS oder sowas, der reicht mir aber. Ich brauche 90 PS, wie es jetzt das Teil hat, muss jetzt für mich nicht unbedingt sein. Ich gebe mich auch mit weniger zufrieden. Ich muss auch sagen, alles was über 100 PS ist, ist für mich eigentlich mäßig, mal ganz ehrlich sagen. Das ist nur haben. Brauchen tut es eigentlich keiner. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist meine Meinung. Doppelscheibe vorn, Scheibe hinten. Das, was interessant ist, das ist der Öl, der Ölbehälter. Der ist seitlich am Motor dran und fungiert im Endeffekt gleich als Ölkühler. Das haben sie eigentlich ganz praktisch gemacht. Sitzposition ist recht gut. Ich setze mich mal drauf kurz. Agilität ist wunderbar von mir. Ich wäre noch irgendwann eine Ballerina. Sieht man mich? Ja. Sie ist sehr hoch verhältnismäßig, obwohl der Sitz sehr in das Motorrad eingebaut ist. Der Tank ist noch höher, der geht mir wirklich bis daher. Nachteil ist, dass dadurch die Bewegungsfreiheit auf dem Motorrad ein bisschen eingeschränkt ist. Das heißt, so richtig sportlich fahren, so mit Gewichtsverlagerung, es geht, aber es gehört schon ein bisschen Erfahrung drauf und man muss sich dran gewöhnen. Der Kniewinkel ist meines Erachtens ziemlich angenehm zum Fahren, wobei er für mich natürlich sehr ungewohnt ist, weil da
da ein Auto vorbeifährt. Nee, sehr ungewohnt ist, weil normalerweise, wie gesagt, bei Harley habe ich ja meine Beine irgendwo da vorn gehabt. Und das geht in dem Fall ja nicht, weil hier die Krümmer ziemlich ausladend sind und ziemlich weit rausgehen. Das muss man gewohnt sein. Kein ABS, keine Traktionskontrolle, keine Wheelie Control, kein Kurven-ABS, nichts. Das Ding ist einfach blank. Gut wäre, wenn es eine Anti-Hopping-Kupplung hätte, weil wenn man das ein bisschen forcierter fährt und ein bisschen runterschaltet, der Motor hat so ein großes Schleppmoment, dass wenn du wirklich sportlich mal krachen lässt, das Hinterrad sehr leicht zum Blockieren neigt. Und das merkst du. Eine Anti-Hopping-Kupplung, dass er im Endeffekt beim Runterschalten nicht in einem Blockier Situation kommt, kurzzeitig, wäre eigentlich ganz gut, aber ich gehe mal davon aus, dass sich das Teil nicht so bewegen wird, wie man es vielleicht könnte, aber wie ich jetzt nicht unbedingt muss. Tja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen, das Video. Es war für euch ein bisschen interessant. Für mich ist es interessant, das Teil zu fahren. Ich bin mal gespannt, wie lang. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Solltet ihr auch eine haben, viel Spaß damit. Und solltet ihr eine wollen, viel Spaß damit. Und solltet keine haben und was anderes fahren, auch viel Spaß damit. Peace, Servus, sagt Locker, euer Focker.